Moin moin Leute, ich bin Lindkopf's Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Lonely. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben mit original 5 Leben, also beste Voraussetzung, heute direkt hier durchzustarten. Ich bin sehr gespannt, was uns hier noch so erwartet. Ich habe weiterhin immer noch riesige Angst. Wir sind aber auf jeden Fall wieder am Anfang angekommen. Also ihr erkennt ja, glaube ich, auch direkt, dass es hier sich um den Anfang handelt, wo wir uns rechts verstecken konnten, wo wir hier unten ganz am Anfang mal verschlossen, mal aufgetaucht sind. Genau. Das Holz ist trocken genug, um es anzuzünden. Ich wüsste nicht, warum wir jetzt hier nochmal Streichhölzer rausballern sollten, aber ich tue es einfach mal. Warum bewegen die sich denn jetzt? Oh nee. Okay, der Schlüssel ist nicht dafür da. Warum bewegt ihr euch jetzt schnell? Ich versteck mich. Meint ihr, die wissen, dass wir hier drin sind? Die wissen das wirklich nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann muss ich eigentlich hundertprozentig wissen, wo ich hin will, damit ich dann vor denen weglaufen kann. But I don't even know where I wanna go. Versteckt bleiben. Versteckt bleiben, versteckt bleiben. Versteck verlassen, I guess. Oh. Gitterschlüssel verwendet. Sie sind weg. Die sind einfach weg. Traumhaft. Okay. Wir haben sie abhängen können. Das ist gut. Was haben wir da? Ich starre hinab in dieses scheinbar unendlich tiefe Loch. Es zwingt mich dazu, diese Leere, diese endlose Finsternis, schön und hypnotisch. Sie hallt in mir wieder und gibt mir endlich das, wonach ich immer gesucht habe. Ich werde so lange hier sitzen bleiben und starren, bis sie mich vollständig hat. Okay, vielleicht werden wir das nicht tun. Nein. Ich frage mich halt immer noch so ein bisschen, wie ich den Verbandskasten oder wie ich Beruhigungsmittel oder so verwenden kann. Weil irgendwie wirkt es so, als ob man das nur verwenden kann, wenn man an einem Bett ist, wo man sich ausruhen kann oder so. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ein Fahrstuhl, vielleicht funktioniert er ja. Ah, momentan sieht das nicht danach aus. Hier ist dieses tiefe Loch. Ein riesiges schwarzes Loch erstreckt sich vor mir. Der beißende Rauch, der daraus emporsteigt, brennt höllisch in den Augen. Dann sollten wir da vielleicht nicht unbedingt mit offenen Augen reinschauen. Wo könnten wir den hinschieben wollen? Kommen wir irgendwo nicht dran? Wo könnte ich einen Stuhl gebrauchen? Das da oben ist ja kein... Ich glaube, das ist eine Anzeige für den Fahrstuhl. Ich dachte nämlich erst, das wäre ein Lüftungsschacht. Das Ding soll ja soll mal hinmachen. Jetzt mach schneller, verdammt! Oh oh, oh oh. Verflucht, jetzt mach schon! In welchem Stock bin ich denn bitte? Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Bitte! Oh Gott! Nun fahr schon! Uff, gerade noch rechtzeitig. Oh oh, auf, au! Was soll ich bloß tun? Ich fühle mich so hilflos. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich brauche unbedingt eine Pause. Das alles kann nur ein abgefuckter Traum sein. Ich hatte solche Träume schon immer, nur dieses Mal ist es viel schlimmer und realer. Etwas zieht mich an. Ich merke, wie ich dem Licht immer näher komme und ich hoffe, dass damit der Albtraum endlich vorbei ist. Let's kick a lonely loser. I'm your host tonight, and this will be a
special episode. I'm Cross. Oh oh. Thank you guys. Well, you know, this show is a good chance to make your dreams come true. No matter if you love vengeance, punishment, or the best one, suffering. Everyone can pay that yet. We have a special guest we want to talk about. Timothy Lloyd! Wow, what an amazing audience do we have tonight. Yeah, Tim Lloyd. Tim Lloyd. Loser, a lazy, useless bungler, and a cold-hearted bastard. Everything in his life went wrong, but he don't care about it. Only the view into the mirror pains him pretty much because he knows what a piece of shit he is. Das ist aber gemein. Yeah, and some of his friends are here tonight to talk about him. I think it's a good idea to talk about Tim behind his back when he's not around. So, where are Tim's friends? Over here. Great. And you are? Hi, my name is... Welcome to our show. I can read your angry and disappointed face. Was ist das hier gerade? So, let me tell you something about Tim. You know, Tim is a fucking asshole who lies to others and even himself to make his environment comfortable and endurable. He's such a mischief that makes everything weird and obnoxious around him. Not a good friend, not a good teammate. I see. Well, I thought the same about him. He's a lonely misfit. I can understand you pretty much, my dear friend. But why do you think so bad about him? Well, he's a pretty quiet guy, doing his own things, living in his own little world. It's really odd. I mean, he walks alone, eats alone, and works alone. Yeah, that's a pretty good explanation. How can a human act like an anti-social weirdo? Therefore, he should get kicked and banned by the society. Okay. Poor girls. He's suffering because of you, Tim. Well, who's next? Hello, my dear. You have a problem with Tim? Of course I have. Why am I asking? Everyone have a problem with him. That's logical. You should know. He's so boring. You can't do anything with him. He's not the right person when you're looking for fun. I see. You mean sex or? I mean everything. A conversation with a boy is more entertaining than to spend time with this incarnation of boredom. Das frech. I really like you, my dear. You made it. I don't even know why he's still alive. He should kill himself. Yeah, that's true. How is it things that he should dare to live this world which he isn't fit into? Scum should be carried into the abyss. Thank you, my dear. These revelations opened our eyes. Is there anybody left who wants to talk about Tim? Huh? Anyone? Oh my. Who we have here? She's divine. About him. I can't believe it. They're really, really, really surprised. I guess he's not useless. Hey, wir sind angekommen. Raus hier. Nein. Was mache ich nun? Ich will nicht mehr weiter. Es soll endlich aufhören. Ich habe kein Licht. Ich habe
kaum etwas, was mich hier sicher durch diese Hölle bringt. Wieso muss ich das nur ertragen? Was habe ich nur falsch gemacht? Es nützt nichts zu jammern. Niemand ist da, der mir helfen wird. Ich muss es irgendwie alleine schaffen. Komm schon. Ja, wir gehen einfach mal so durch die Dunkelheit, wa? Ruheraum. Das klingt, als ob man sich da vielleicht mal heilen könnte. Oh, schön. Ist hier jemand? Warum ich? Was passiert hier bloß? Bitte. Bitte lass mich nur schlafen. Lass das alles nicht wahr sein. Das muss ein Traum sein. Das ist nicht die Wirklichkeit. Das war der Computer. Ja, Verbandskasten benutzen. Thank goodness. Das hat nur 5 Leben gebracht? Wow. Erste-Hilfe-Set? Lebenspunkte erhöhen. Ah, okay. Verstand ist bei... Moment. Ich habe gerade eben erst die Zahlen daneben gesehen. Leben 61%, Verstand 59%. Ja, da sollten wir nochmal Beruhigungsmittel nehmen. Kann man nicht mehr? Also, habe ich nicht. Oh. Das wusste ich natürlich. Stofffetzen erhalten. Was haben wir hier? Ich habe sie gesehen, die Dunkelheit. Sie zeigte mir Dinge aus meinem Leben, von denen ich annahm, dass ich sie für immer vergessen habe. Sie brachte es wieder zurück und ich bin dankbar dafür. Ich nahm ihre Geschenke an, doch sie mich nicht. Die Finsternis ist wählerisch. Womöglich entspreche ich immer noch nicht ihren... Ich muss weitermachen und hoffen, dass sie mich endlich akzeptieren. Ich habe so viel für sie getan. Je mehr ich für sie tue, desto mehr verändere ich mich. Ich kann es spüren. All diese Opfer waren nicht umsonst. Sie würde es anerkennen müssen. Bitte. Doch vorerst scheint die Dunkelheit satt zu sein. Diese klebrige, schwarze Flüssigkeit quillt und tropft aus allen Rissen und Poren dieser wunderschönen Welt, je mehr ich sie füttere. Ich habe es gesehen. Nur ein kleiner Funken reicht und ich gehe in Flammen auf. Hilfe. Und der Computer hat gerade einmal gedingt. Ja, zeig doch mal den Computer. E-Mails. Brauchst du Hilfe? Verzweifelt, Fremder. Ich beobachte dich schon seit längerem und sehe, dass du Hilfe brauchst. Ich kann dir helfen. Geh immer weiter nach unten und achte auf die Hinweise in deiner Umgebung. Wenn du denkst, dass du nicht an der Finsternis vorbeikommst, dann solltest du versuchen, ein bisschen Feuer in die Hand zu nehmen. Doch denk dran, dass du es besser nicht in der Dunkelheit verlierst, sonst bist du schlussendlich selbst ein Opfer der Flammen. Wenn du mich findest, dann zeige ich dir, wie man von diesem Ort entkommt und wie du alles hinter dir lassen kannst, was dich so dermaßen quält. Okay. Andere Wallpaper gibt's hier auch nicht. Gibt's hier irgendwas im Mülleimer? Hast du gewusst, dass du ein Glückspilz bist? Natürlich. Ich bin ein großer Glückspilz. Okay, hier haben wir aber erstmal keine weitere Disk gefunden. Ich würde trotzdessen einmal kurz speichern, dass wir diesen Ruheraum gefunden haben. Sehr schön. Und wir düsen erstmal wieder. Also, immer weiter nach unten, ha? Verbandskasten erhalten. Nett. Ein schmieriges Gewirr blockiert den Raum. Ja, da wird man nicht durchkommen. Da müssen wir erst irgendwas finden. Was ist da unten? Die prächtigen Geschöpfe in den Schatten blockieren beharrlich die Erinnerungen im Verborgenen. 3 von ihnen habe ich gezählt. Sie beschützen den Wächter, an den niemand vorbeikommt. Als ich den Rest der Überreste mit Benzin übergoss und das Streichholz zückte, schrie es laut auf und der Boden fing an zu beben. Okay. That's pretty creepy. Oh. Eine schwarze, sehr streng riechende Flüssigkeit fließt aus der Wand. Das sieht fast wie Teer aus. Kann man Teer nicht auch anzünden? Kommt auf jeden Fall irgendwie Teer oder so. Okay. Da vielleicht dann doch nicht lang. Ein Holzstock erhalten. Können wir damit eine Fackel bauen? Oh.
Können wir den Stofffetzen nicht zusammen mit dem... Wenn wir das beides jetzt verbinden könnten. Und was war das hier? Aber wir können jetzt ja nicht irgendwie... Weil ich frage mich, ob es hier sowas gibt wie so eine Werkstatt, wo man halt Sachen miteinander verbinden kann oder so. Die Spind hier rührt sich kein bisschen. Aber... Nee. Da tut sich nichts. Haben wir die Laterne jetzt ausgemacht und jetzt bräuchten wir Streichhölzer, um sie wieder anzumachen? Wow. Wow. Große Klasse. Ist ja nicht so, als ob Streichhölzer momentan schwer zu kriegen sind. Nö, nö. Nö, nö. Stofffetzen kombinieren. Ja. Stofffetzen verwendet, Holzstock verwendet. Fackel erhalten. Jetzt habe ich eine Fackel. Naja, besser als überhaupt kein Licht zu haben. So, und diese Fackel können wir jetzt doch bestimmt in Teer tränken, oder? Jo. Fackel verwendet. Fackel durchtränkt erhalten. Durchtränkte Fackel anzünden. Tada! Was passiert? Ich muss mich beeilen. Was verflucht ist das denn? Dieses Ding starrt mich bedrohlich an, scheint aber sonst nichts weiter zu machen, zumindest nicht in meiner Gegenwart. Dahinter kann ich eine Tür erkennen, bleibt bloß die Frage, wie ich an dieser Fratze vorbeikomme. Die Fratze schaut panisch, es scheint sie irgendwie aufzulösen. Ja, wenn sie sich auflöst, ist doch gut. Das wollen wir ja. Ein Warnschild. Scheinbar ist hier der Einsatz von Feuer sehr gefährlich. Wie löst du dich auf? Müll hat sich schon richtig zersetzt. Ja. Oh, ich glaube, ich musste noch so einen Geist finden. Ah, ja. Es ist fast nicht mehr zu erkennen. Okay. Jawohl. Weg ist es. Let's go. Die drei Wächter. Davon wurde ja auch geschrieben in der Notiz. Lieber nicht. Ja, lieber doch. Verdammt, hier geht's nicht weiter. Naja, doch, im Wasser. Der einzige Weg ist durch diese schwarze Brühe. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Mit der Fackel ist es zu gefährlich, dahin durchzugehen. Ein Funken und das war's. Ich will einfach nur noch hier raus. Ich bin überall voll mit diesem schwarzen Zeug. Dieser widerliche, beißende Gestank. Ich sollte echt aufpassen und mich vor Hitzequellen in Acht nehmen. Ja, ist ja nicht so, als wären da überall Fackeln. Sonst sind hier nie Fackeln gewesen, aber okay. Ich bin hier auf jeden Fall nicht allein. Irgendjemand muss diese Kerzen angezündet haben. Beruhigungsmittel erhalten. Erinnerung speichern? Sehr gerne. Also wir sollten aufpassen mit den Fackeln. Ist da jemand aufgespießt rechts? Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Was sind das denn für seltsame und widerliche Dinger?
Es könnten Früchte von diesem merkwürdigen Baum sein, aber sie sehen eher organisch aus. Alles hier widert mich an. Ich würde am liebsten alles dem Erdboden gleich machen. Aus dem Geflecht aus Venen und Fleisch ragen Arme und Beine? Das kann doch alles nicht sein. Jedenfalls dieses eklige Ding nicht normal. Ja, wohl wahr. Sieht sehr weird. Ich habe mich gerade in Flammen aufgehen lassen. Sehr gut. Freunde, falls ihr beim nächsten Mal sehen wollt, wie ich nochmal in Flammen aufgehe, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.